Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch von meinem zweiten Account, der hat mich sehr an meine Anfänge in EFT erinnert. Und zwar war ich mit Logi unterwegs, in dem Fall für Punisher. Punisher 3, 25 Scav-Kills mit der AKSU. Eine wundervolle Waffe, wenn sie im Full-Auto geschossen wird, geht sie links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also ja, sagen wir mal Logi. Und ich bin auf Gruppen getroffen, die auch eher Logi-mäßig waren. Und man hatte so richtig, ja, Anfänger-Fights. Ich natürlich mit meinem Wissen inzwischen nicht mehr ganz Anfänger, aber hat mich wirklich daran erinnert, dass auf einmal, ja, niemand wirklich Gear hat und man so längere Fights hat, die ein bisschen stationär sind. Das hatte ich schon lange nicht mehr und fand ich echt schön und spannend und den Raid wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ja, ah, ich komme. Er schießt zurück. Moment, schießt er auf mich? Was? Hä? Ah. Ah, das ist ein Spieler! Ach du Scheiße. Ich habe hier gerade sowas von Headshot getappt. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein Spieler. Na, obwohl, könnte auch das Gav sein. Das ist ah ja. Habe ich schon mal erzählt, dass die AKSU echt gut ist? Mein Gott, ey. Bin mir nicht sicher, ob das gerade ein Spieler war oder nicht. Aber wir werden es rausfinden, denke ich. Ah, ich glaube, das war ein Scav. Jetzt hat er den schon lange erschossen. Wo ist der scheiß Scav? Okay. Die Waffe und das Kaliber, ja, ja. Beides top. Besser geht's gar nicht. Na, wenigstens kriegen wir ein paar Scav-Kills. Das ist doch schon mal etwas. Ja, 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 ja. Der ist wenigstens direkt umgefallen. Besser als die Scavs. Oh ja, waren da ein paar Scav-Kills jetzt, ne? Also, hätte schlimmer kommen können. Krass, 24, er hat einfach 36 AP vom Arm weggenommen, ne? Das ist halt, CMS ist schon echt nicht so geil.
Ja, ein bisschen Erfahrung spielt auch eine Rolle, Blackline, das ist wohl richtig. VP und Gexer, ja. War auch kein Glück. Ja, doch, war gut geaimt, das stimmt, die Szene. Gegexert. Was ist mit ihm hier? Ist er ein Helm für uns? Freundlichst. Ein bisschen Flaschetten nehmen wir auch mit. Gut. Schauen wir mal. Er hat mich sogar getroffen, ja. Ja, doch, hat er. Muss mich ja flicken. Okay, dann war das hier auch ein Skiff. Gut zu wissen. Wieder der Arm. Geil. Er hat gleich nichts mehr. 4 erst. Naja, mal sehen. Wir bleiben jetzt so 5 AP drauf. Auf dem Arm. Ja, fast. 10. Nice. Wenn schon, denn schon, ne? Immer drauf. Okay, ich glaube, wir laufen noch einmal außen rum. Wir schauen jetzt Old Gas. Ich will ja eh Scavs töten, ne? Dann machen wir halt hier noch eine Runde. Was ist los, Mann? Hör auf, einzupennen. Immer um 60%. Ja, kann gut sein. Hier sind doch normal immer Skiffs. Außer wenn man sie braucht, dann sind sie wohl nicht da. Habe ich gerade einen gehört? Na, hier werde ich noch nicht drüber springen können. So, mal schauen, ob hier draußen welche sind. Okay, okay.
Nehmen wir den Rucksack mit, ja. Oh, nice. Erschreck mich doch nicht so, bitte. Haben wir doch schon fast die Hälfte, oder? Moment, wir könnten hier etwas Reload-Ammo mitnehmen, habe ich das Gefühl. Just in Case-Ammo. Die Leuchtboje, ja. Damit ist man schön unauffällig. Falls mir hier BP ausgeht. Just in case, genau. Ah ne, wir laufen innen lang und dann... an die Tanke. Da waren nämlich vorhin auch welche. Da ist noch einer. Ganz schön viele Scavs hier. Wo ist er? Die Masken habe ich schon. Alles gut. Aber das ist ein Spieler. Scheiße. Ich glaube, er weiß, wo ich bin. No, 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 no. Ah, okay. Da oben ist er. Ganz schlecht. War ja auch noch. Oh boy. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich habe auch keine Nade mehr. Ab, jetzt geht's dahin. Das ist ganz schlechtes Timing. Halt die Waffel.
Oh, es sind noch zwei. GG, ey. Ach du lieber Gott. Okay. Das hat er vielleicht gar nicht gesehen. Timing-Glück. Timing-Glück, also dass ich da überhaupt nochmal rauskomme, eieiei. Ja. Ratet mal, welcher Arm getroffen wurde. Oh mein Gott, mal sehen, wie viel stehen bleibt. Wahrscheinlich 6 HP, oder? Ne, 4 HP. Jawohl, 4 HP, let's go. Ich weiß gar nicht, ob sie gecheckt haben, dass ich weg bin. Hätte ich eine Range-Waffe, könnte ich sie da oben einfach runterschießen, aber das geht leider nicht. Wir gehen natürlich ran, ne? Wir gönnen uns die. Wenn jetzt nicht schon der erste Tote hier lang auf dem Stream ist und Info gibt, wo ich lang gehe. Oh boy, das war's dann langsam mit der Ammo, ne? Ich muss den eigentlich erschießen für Ammo. Stimmt, ich habe ja noch die Shotgun. Captain Blueberry.
Wo bist du? Scheiße. Eieieiei. Habe ich die Flashette dabei? Natürlich ist die Flashette in meinem Rucksack. Fuck! Ich weiß gar nicht, ob das einer von denen ist. Ich glaube, das ist nochmal ganz anderer. So. Make it count. Was haben wir hier drin? 9 Schuss. Flashette. Der Super 90. Das geht eigentlich. Damit lässt sich arbeiten. So, Essen wird auch wenig. Wir gehen dann mal. Warte, wir machen noch. Keine Ahnung, der Typ wird jetzt irgendwo da liegen. Ei. Ich weiß nicht, ob das einer vom Berg war oder nicht. Na, vielleicht hat er die Info schon gehabt und hat da auf mich gewartet, keine Ahnung. Könnte natürlich sein. Okay. Ihr wisst doch ganz genau, was Sache ist. Hockt der da jetzt oder was? Oder er saved gerade das Gear von seinem Kollegen. Ey, shit. Da liegt er. Save mein Gear. Geht ein bisschen die Ammo aus. Hat er hier oben bloß Gear gesaved oder was? Ist wieder weggelaufen. Ich brauche eine Waffe. Hilft nichts, ich brauche eine Waffe. Ganz komischer Fight bis jetzt. Holy shit, what the fuck ist hier los? Die Runde ist im Prinzip rum. Wir sind immer noch am Start. Am Anfang.
Ey! Ey! Aha! Da ist er, der Rucksack. Ich hab was gelernt. Man kann hier rein, das wusste ich gar nicht. Ah, da ist die Flaschettammo. Nice. Dachte ich es mir doch. Und die PS, ja. Tja, Leute, dafür, dass ihr mich da so eingekesselt hattet, lief es aber gar nicht mal so gut. Warum steht halt der Sniper-Scaff, ne? Oh. Ach so. Okay. Oh, mein Essen ist auf null. Komm. Ist es. Okay. So, Freunde, was ist hier los? Okay. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Fight. Muss ich sagen. Ich hab da oben sogar getroffen, ne? Bali Bali, sagt er. Auf wen schießt er? Und nicht auf mich. Ach so, Moment, wieso nehme ich eigentlich nichts hier?
Ich habe ja keinen Hemostat, Moment. So, hier, zack. Okay. Da hast du endlich mal was Gescheites hier. Und er ist gut. Den nehmen wir auch. Gut, wir müssen langsam hier, mal hier raus, ne? Jo, es reicht dann. Wir gehen mal. Wir gehen mal. Hallo YouTube, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall Richtung Exit. Es hilft nichts. Meint ihr, das ist YouTube-würdig, diese Runde? Ich meine, es war halt so ein richtiges, ich sag mal Low-Gear-Battle. War sehr spannend? Okay, okay, okay. War so ein richtiges Low-Gear-Battle. Was man eigentlich selten hat. Ist das sensationell spannend? Okay, okay. Ich weiß Bescheid. Just me, servus. Ja, immer weiträumig im Laufen, das ist wichtig. Ah, das war schon. Das war Low Gear auf jeden Fall. Player. Was macht der Rücken? Ja, heute zwickt's ein bisschen, würde ich sagen. Keine Ahnung, ab Montag gehe ich einmal in die Krankengymnastik, oder nicht einmal, sondern ab Montag und dann 6 Mal, und ich hoffe, das bringt was. Die sollen mir ein paar Übungen zeigen. Hast du den Vibe verpasst? Ja. Gestern war Donnerstag, also war gestern Vibe. Hast den verpasst. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da von diesem Hügel nochmal wegkomme. Es war mit so die schlechteste Position, in der ich hätte sein können. Und dann geht mir die Muni aus und das Trinken auf Low und oh. Aber war nice. Marktroom ist jetzt bestimmt offen. Du hast recht. Guter Call. Haben wir Kohle dabei? Wir haben sogar Kohle dabei. Ist das Auto da? Auto ist weg, ja, stimmt. Ah, dann ist der Marktroom vielleicht offen. Obakasi, habe ich dich gerade erschossen, es tut mir leid. Servus. Ja, ich hatte gerade nicht so die gemütliche Runde, deswegen, ne? Schlechter Call. Obakasi dir auch. Das war Pech. Hätte echt auf sein können, ja. Aber die Runde gibt auf jeden Fall auch XP. Das waren auch einige Scav-Kills. Keine Ahnung, so viele Spieler waren es gar nicht, ne? So 3. Weiß nicht, ob ich den. Der eine mit dem hellen Ulach und mit dem.
Mit dem Pilgrim ist weggekommen, ne? Ne, ne, ich glaube, ich habe bloß drei Kills oder so. Ah, bleib da hinten, Skiff. Komm, sei offen hier. Jawohl. Ihr Boot ist offen, let's go. So Leute, dann macht mal hier, hallo YouTube im Chat, spammt mal ein bisschen. Auf geht's, ich habe keine Ahnung, wie viel ich gekillt habe. Die Runde war echt lang. Die war echt lang. So, 10.000 XP. Ah, 4 Kills. Aber so richtiges Low-Level-PvP, keine Ahnung, hatte was, war spannend, ne? Hatte was. Wundervoll. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kills ich gemacht mit der AKSU. Einige. Da. Oh ja. So.